Tam. Herzlich willkommen, meine Lieben, zu Madika, Pome, Pinong, Tukon. Heute werdet ihr aufgespießt. Nein, nicht ihr, sondern heute werden die Hühnchen hier aufgespießt, denn heute machen wir eines der leckersten und eines der beliebtesten Thai-Vorspeisen überhaupt. Das sind die sogenannten Satay-Spießchen. Und heute machen wir Satay-Gai, das heißt thailändische Satay-Hühnchenspießchen, und es wird richtig, richtig lecker. Aber hier müsst ihr aufpassen, es ist ein bisschen tricky. Da müssen wir ganz genau auf die Reihenfolge achten. Aber ich würde sagen, los geht's! Wir fangen an mit der Marinade. Da brauchen wir Kokosnussmilch. Da brauchen wir Currypulver. Und dieses schönen gelben Kurkuma-Pulver. Und ein bisschen Palmzucker. Wisst ihr noch Palmzucker? Das brauchen wir auf jeden Fall. Und vielleicht noch einen Hauch an Pfeffer. Meine Mama weiß es noch nicht, das entscheiden wir nachher. Das machen wir spontan. Brauchen wir Kokosnussmilch. Das sind ungefähr 3 Esslöffel Kokosnussmilch. Könnt ihr einfach mal gucken. 2 bis 3 Esslöffel. Und dann auch hier ungefähr 3 Esslöffel Currypulver. Ich glaube 2. Oder vielleicht auch 2. Ihr wisst ja, wie das ist. Einfach gucken, je nach Lust und Laune. Und hier mache ich erstmal 1 Teelöffel Kurkuma. Oder 2. Ich mache 2 Teelöffel. Weil wir haben 4, wie heißt das, vom Hähnchen? Also? 4. Ach so, wir haben 4 am Hähnchenbrustfilet, gell? Ja. Mhm. So, ungefähr 1 Löffel von diesem Palmzucker. Alles ineinander rühren. Schön alles ineinander mixen und rühren. Und das seht ihr, das löst sich total schnell auf. Auch hier der Zucker geht total schnell. So muss es sein. Eine Prise Salz. Eine kleine Prise Salz. Das habe ich früher jeden Tag gegessen. Und in Thailand findet ihr das überall. An jeder Straßenecke gibt es Satay-Spießchen-Ständen. Und wie gesagt, früher war das mein Leibgericht. So, dann haben wir hier schon die Hühnchen vorbereitet. Jetzt werden die Hühnchen gebadet. So, das Hühnchenfleisch wird jetzt zubereitet. Ungefähr 2 cm, ungefähr. Ja. 2 cm, gell? Ja. Ich hoffe, weil ich habe... So, und dann tun wir hier. So. Und dann so mit dem Finger flach ziehen, flach streicheln. Glatt so. Streicheln. So. Ja. Ich bin sehr zufrieden mit dir, Mami. Wenn nicht, dann ist mein Finger gleich da unter dem Messer. Ja. Ich glaube auch. Stimmt, meine Mama hat gerade gesagt, es ist wichtig, dass man das quasi so glatt streichelt, so flach macht, damit das Hühnchenfleisch später die Marinade richtig aufsaugen kann, damit es später richtig aromatisch ist, gell? Und mit dem Spieß, da kann auch... Stimmt, und dann noch mit dem Spieß, das wird dann nämlich noch aufgespießt. Sehr schön! Sehr schön, gell? Ja. Hoffentlich. Hauptsache, man kann essen. Die Hühnchen bekommen jetzt diese Marinadesoße. Brauche ich noch ein bisschen Löffel. Und jetzt wird es schmutzig. Gell? Aber versprochen, ich habe meine Hände gewaschen. Guck, alles sauber. Hoffentlich. Jetzt müssen wir hier die Marinade und die Hühnchenfiletstückchen hier schön ineinander mixen. Und zwar richtig intensiv und ausgiebig, so dass ihr euch 100%ig sicher seid, dass jedes Hühnchenstückchen... Das ist in Ordnung. Alles ist immer passiert. Überall. Okay. Damit jedes Hühnchenstückchen wirklich die Marinade aufsaugen kann. Hey! Hast du geschafft? Meine Mama hat nämlich, was haben wir fast vergessen zu sagen, auch noch Satay für die Vegetarier. Gibt es hier noch Tofu-Spießchen? Da bin ich gespannt. Und du musst erstmal Hände waschen, wenn du hast Hähnchen. Wie sagt man das? Stopp, geil. Sehr schön, eine Forst in Blumen. Das ist mein Mann in Urlaub.
Das Blumen und eine kleine Kätzchen. Mami, was machst du da? Ich mag meine Haut. Und dann, ich möchte sagen, meine Tochter bringt mir eine wunderschöne Blume. Und was sind das für Blumen? Das ist, wie heißt es? Bua Savan, ja. Das sind Ingwer, ne? Ist ja. Aus, sind Ingwerblüten, ja. Total schön. Ja, sehr, danke schön, Maureen, ne, dass du Bitte immer schön. Bringst schöne Blumen. Schöne Blumen für eine schöne Frau. Ja, also kannst du die... So. Jetzt kommt die vegetarische Variante für die Veggie Friends unter euch. Da brauchen wir etwas dickere Tofu-Scheibchen. Und dann brauchen wir hier diese dunkle Sojasauce, Dark Soy Sauce. Und wie viel brauchen wir davon, Mami? Was meinst du? Guck mal, was du isst. Schauen wir mal, gell? Ich mach mal einen Löffel, ja? Ja, und dann? Ich glaube zwei. Zwei, ja. Gell? Mhm. Na gut. Machen wir zwei dunkle Sojasauce. Okay. Pfeffer, ein bisschen Pfeffer. Ein Hauch an Pfeffer. Hier die Tofu-Scheibchen. Schön in die Soße hier reinmixen. Ich glaube, das ist auch super lecker mit dem Tofu, gell? Vor allem hier mit der dunklen Sojasauce. Oh, hier fehlt noch ein bisschen. Ist noch FKK. Ja, ist schon noch FKK, aber jetzt kommt es ins Solarium. Ja, genau. Gleich wird's Je länger man die Marinade einziehen lässt, desto leckerer wird das. Aber du, wir haben Maureen jetzt Marina Expert. Wir sind Mami und Mo Express, heute nur 30 Minuten. Wir haben keine Zeit. Okay. Und jetzt kommt eines der wichtigsten Arbeitsschritte überhaupt. Jetzt machen wir nämlich die super leckere Saté-Soße mit Erdnüsse. Ich habe ganz, ganz viele Erdnüsse gestampft. Ich sage noch ganz schnell, was wir alles brauchen. Da brauchen wir rote Currypaste. Dann brauchen wir ein bisschen Öl, ein wenig Sojasauce, eine Packung Kokosnussmilch, nicht nur ein bisschen, sondern eine Packung Kokosnussmilch, ein bisschen Palmzucker und natürlich last but not least diese gestampften Erdnüsse, mit Liebe gestampft. So. Nicht ärgerstampft. So, und jetzt die Currypaste und das Öl hier schön ineinander braten und mixen. Fertig. Ineinander gebraten. Und jetzt kommt. Her name was Coco. Aloidi. Her name was Coco. Und Aloidi. Aloidi. Na, wie heißt es? Aloidi heißt. Schmeckt lecker. Da machen wir eine ganze Packung rein, gell? Erstmal die Hälfte dann gucken. Erstmal nur die Hälfte, stimmt. Weil du hast die Hälfte. Ja, ich habe nämlich nur die Hälfte von dem rote Currypaste genommen. Und ich bin mir sicher, also alle, die Erdnüsse lieben, die Kokosnussmilch lieben, das wäre genau euer Lieblingsgericht. Dann kommt ein Esslöffel Palmzucker rein. Zack. Und noch einmal, ich glaube nicht. Noch ein? Mhm. Und ich hatte euch vorhin noch vergessen zu sagen, für die leckere Erdnuss-Saté-Soße brauchen wir noch Tamarindesaft. Wisst ihr noch? Einfach ein paar Tamarinde nehmen, in Wasser einlegen, dann bekommt ihr diese ultra leckere Tamarindesaft hier. Dann nehmen wir wie viel, Mami? Ein Esslöffel. Ein Esslöffel? Ich mache mal zwei Teelöffel, ich habe keinen Esslöffel mehr. Normalerweise kann diese, wie heißt es, diese Essig. Aber ich habe keine mehr, denn ich wende Tamarind. Ja. Geht auch also so. Normalerweise kann man auch Reisweinessig nehmen. Aber meine Mama hat jetzt umgewandelt. Freestyle-mäßig. Am Ende die gestampften Erdnüsse rein. Ich liebe diese Soße. Ich kann das nicht oft genug sagen. Eines meiner Lieblingssoße ever. Aber bevor wir grillen, sind meine Mama und ich erstmal Spießchefinnen. Und hier ist es ganz wichtig, guck mal, da braucht ihr solche Spießstäbchen. Und dann müsst ihr die Stäbchen hier vorher ins Wasser einlegen. Wie lange ungefähr? Normalerweise vergessen schon vorher, auch mit Hähnchen zusammen. Mami, das darfst du doch nicht sagen, dass wir vergessen haben. Also, wir haben nichts vergessen. Ja.
ungefähr 30 Minuten im Wasser einweichen lassen, so lange wie auch Hühnchen und Tofu brauchen. Und wichtig, warum wir das machen müssen, ne, hier die Spießchen ins Wasser einlegen, damit das dann nachher schön weich ist und es dann auch nicht so schnell verbrennt. Ja. So, dann sehen und bis gleich in 30 Minuten. Yeah. So, und jetzt ist eine halbe Stunde rum. Jetzt werden die Hühnchen und die Tofus aufgespießt. Guck mal, da sind schon die ersten. Da nehmen wir das eingelegte Holzstäbchen. Und dann das Hühnchenfilet. Und guck mal, unten reinschieben. Komplett in einem durchgestochen, durchgespießt, richtig aufgespießt. Guck mal, das hat meine Mama gemacht. Seht ihr das? Professionell. Und jetzt zeige ich mal, was ich gemacht habe. Warte. Guck, da ist meins. Jetzt kommt mit Tofu. Tofu ist bestimmt viel einfacher. Genau, einfach in die Mitte durch. Und voilà. Okay. Tofu am Spieß. Okay, ich bin dagegen. Meine Mutter geht schon mal grillen. Guck mal, das ist der UFO-Grill. Mmh. Ach, das ist auch schön, der Vermutung. Gar nicht schön. Na, egal, wenn du aber es schmeckt lecker. Aber hier ist jemand schön. Wer ist das? Das ist meine Mami. Hier den Weichern der nein, ich muss Werbung machen. Heaven, I'm in heaven. Jetzt sind meine Mama und ich aber hier im Grillparadies gelandet. Guck mal, fertig. Einmal Tofu-Spießchen und einmal Hühnchenspießchen. Und das Tofu-Spießchen ist auch super, super lecker. Ah, da müssen wir jetzt noch fertig machen. Und da haben wir die Soße vorhin fertig gemacht und das ist jetzt schon schön abgekühlt. Jetzt geht's los mit Anjat, die Begleitsoße zum Saté. Und da brauchen wir ein kleines Tässchen Wasser und ein ganzes Tässchen von dem Reisessig. 2 Esslöffel brauner Zucker, 1 Teelöffel Salz und dann alles hier schön ineinander rühren. Das riecht man jetzt auch schon, das riecht so richtig essrig. Ungefähr eine Minute köcheln lassen. Dann brauchen wir noch Gurke in kleine Scheibchen geschnitten, rote Schalotte, rote Zwiebeln und dann hier von dem großen roten Chili. Aber das ist nicht so scharf. Das ist nicht scharf. Sieht nur gefährlich aus. Scharf. Sieht nur gefährlich aus, ist aber harmlos. Bisschen. Also fast alles rein. Genug, genau. Hier ein bisschen Gurke. Schöne. Und dann ein bisschen Anjat. So. Yeah. Oh. Paradies. Aber wirklich Paradies. Tropical Thai Paradise. Und wir sind die Engelchen, du und ich. Engel oder Bengel? Das weiß man noch nicht. Hier ist es so schön deftig mit dem Curry und Kurkuma. Und dann hat man noch diese deftige, leicht scharfe, erdnüssrige Soße. Und dann eben hier mit dem Anjat so schön frisch und leicht. Und das ist einfach eine wunderbare Kombination hier aus allen Geschmacksrichtungen. Was machst du da? Himmelig, Paradies, unsere Sendung. Nicht neidisch. Ich probiere mal. Was hast du genommen? Tofu? Tofu-Spießchen, okay. Mhm. Mm. Mit Achat noch? Ja, ja. Yeah. Mami, du kommst du dir vor wie am Strand? Ja, aber bitte nachkochen. Das stimmt. Mami. Dankeschön. Ich muss das sagen. Auf Wiedersehen. Alla tschüss. Auf Wiedersehen. Sawadika. Sawadika. Lecker. Bye bye.